Sollten wir Hyrule mit Link nicht retten können, könnte er doch vielleicht mal über eine Karriere als Koch nachdenken. Willkommen zurück, Leute, zu Breath of the Wild. Und im letzten Mal haben wir ein bisschen was zusammengekocht und jetzt geht's weiter. Wir wollen da hinten in Richtung Dungeon, aber müssen erstmal gucken, wie wir da überhaupt hinkommen, denn das sieht verdammt eisig aus. Wir haben ein bisschen was, ich glaube 14 Minuten Puffer oder so, um da tatsächlich zu überleben. Aber zunächst einmal wollen wir mal schauen. Ja, da verlieren wir auch gerade schon die. Warte, das hält 6 Minuten 30. Ich esse das mal. So. Und jetzt können wir hier besser überleben. Wie kommen wir denn darüber? Da vorne ist eine Brücke. Die scheint aber nicht ganz intakt zu sein, oder? Kälteschutz 6 Minuten. Oh, nicht, dass du hier aber jetzt lebendig wirst, ne? Das wäre nicht so geil. Nee, scheinbar nicht. Kommen wir da einfach so rüber oder ist dann eher so, nee. Ach du Heilige. Ah, guckt euch das an. Pass auf. Hier können wir das Magnetmodul verwenden. Genau, Leute. Ich hab's mir schon gedacht. Ich bin gar nicht mal so doof, wie ich manchmal denke. Wie kann man denn nochmal das ein bisschen besser bewegen? Nee, so nicht. So. So einfach? Jo, das geht. Aber ich muss mich daran gewöhnen, dass Link nicht mehr automatisch springt. Ne? Ich wäre gerade fast gestorben. Okay, wir müssen irgendwie da hochkommen. Dieser Eiseskälte ist ja wie am Nordpol hier. Erinnert mich gerade. Oh mein Gott, ist das Spiel schön. Ein bisschen an Monsterlager. Ein bisschen an die Schneeberge. Von Twilight Princess. Ein sehr schönes Areal. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht der Schneefan. Wisst ihr vielleicht. Aber das hier schon schön. Also diese leicht subtile Musik. In Breath of the Wild ist die Musik ja eher so ein bisschen im Hintergrund, ne? Klasse. Klasse, klasse, klasse. Bisher bin ich sehr, sehr beeindruckt vom Spiel. Ich war ja ein bisschen besorgt, dass, naja, es mich nicht so umhauen würde, wie ich dachte. Aber bisher hat das wirklich einen sehr guten Start. Aber ich denke mal, es wird mit der Zeit noch viel geiler werden. Kommen wir da hoch? Also ja, bestimmt irgendwie, aber mit unserer momentanen Ausdauer meine ich. Einfach hier mal so schräg hochkraxeln. Oder bringt das überhaupt irgendwas? Wupp. Sehr schön, hat geklappt. Dann können wir ein bisschen was abkürzen. Tomisoke-Schrein. Ob das auch wieder irgendein Entwickler von Zelda ist? Klingt so ein bisschen wie Japaner. Ein Vogelschwan. Guck mal. Easy. Die Melodie hat mich gerade an irgendwas erinnert. Der Tomisoke-Schrein, was es hier wohl gibt. Am besten die Amiibo-Funktion, damit ich meinen Wolfling verwenden kann. Ich überspringe das mal ganz kurz. Achso, na gut, ist auch wirklich nur diese Kamerafahrt. Dann schauen wir doch mal. Fels und eiskaltes Wasser verlierst du Energie. Dies lässt sich nicht durch Essen oder Kleidung verhindern. Oh. Das ist gut zu wissen, denn ich wäre ja fast gerade reingefallen. Ich glaube, der Strom hätte uns aber einfach weggezogen, ne? Weggespült. Okay, bin sehr gespannt, was es hier so für eine neue Fähigkeit gibt. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Tomisoke. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Säulen aus Eis. Ich wollte noch mal kurz was sagen zum Joy-Con-Controller. Denn ein paar Leute haben gesagt, dass die Weite, die dieser Stick zurücklegen kann, nicht sonderlich weit ist. Also der geht nicht so weit nach links und rechts wie andere Controller, das stimmt. Aber ich finde es zumindest gerade in Zelda nicht schlimm. Es ist sogar wirklich ziemlich chillig zu spielen. Außerdem machen die nicht solche lauten Klackgeräusche. Hört ihr das? Und das ist wirklich ziemlich cool. Okay, Säulen aus Eis. Dann laden wir mal wieder die neueste App herunter. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Vor allem, wir können diese Schreine ja auch in jeder beliebigen Reihenfolge machen. Aber das bedeutet doch dann eigentlich, dass sie in ihrer Schwierigkeit auch sich nicht so unterscheiden können, oder? Kyro-Modul lässt Eissäulen auf Wasser entstehen. Die Eissäulen sind sehr hart und schmelzen nicht. Gar nicht? Okay. Sie dienen als Plattform oder Hindernisse. Bestehende Eissäulen kannst du anvisieren und zerstören.
So kommen wir doch dann einfach über den Fluss, oder? Können wir unendlich davon machen? Ist jetzt ein bisschen verschwendet unsere Dings, aber gut, dass ich das niedrige, das geringere Dings da verwendet habe von den Kälteschutzessen. Einfrieren. Aber darauf sinkt die Temperatur nicht, wenn wir da drauf stehen. Das war dämlich. Oh, das sah geil aus. Okay, so ein bisschen selber springen kann Link dann doch noch. Ah, aber ich denke, die Sache ist klar. Ich muss gerade immer noch kurz den Knopf mir überlegen. Genau. Rüdelrüdelim. Ha. Hast du dir so gedacht, ne? Dann hör auf damit! Alter, macht dieser Zweihänder Schaden. Antike Schraube. Okay. Was gibt's hier noch so Schönes? Ach so, jetzt können wir hier wieder was einfrieren. So? Nee, da stehen wir direkt drunter. Lol. Ah, so geht es. Und dann kommen wir da hoch. Cool. Also am besten gefällt mir bisher ja irgendwie dieser Magnet. Der ist schon. Schon bisher ziemlich cool. Da oben ist auch schon wieder der Typ, ne? Aber ob es hier wieder irgendeine tolle Truhe gibt, an die wir nicht rankommen? Ah, tatsächlich. Wobei, hä? Da kommen wir doch aber rüber, oder? Wie viele Eissäulen können wir denn machen? Unendlich? Also, es scheint so. Ich weiß es nicht. Ah, dämlich. Warte. Einfach hier hoch. Und dann sprinten und... Ah, verdammt. Ich mache einfach noch eine. Kostet ja nichts, Leute. Kostet ja nichts. Das geht aber gar nicht. Zerstör die mal. Und zerstör die mal. Und dann machen wir es mal von hier unten. Zack. Und zack. Jetzt müsste es aber gehen. Hab. Diese Link-Sounds, ey. Und up. Okay. Langsam gewöhne ich mich an das Springen. Es ist halt ein bisschen anders als sonst. Eine Reiselanze. Hiermit halten sich reisende Wölfe vom Leib. Ach so, reisende Wölfe. Ich dachte gerade reisende Wölfe, dass die Wölfe reisen, am Reisen sind. Gut gewichtet, leicht zu verwenden. Ich will die aber mitnehmen, ne? Dann schmeißen wir mal den Bockstock weg. Bockstock. So, machen wir es doch. Hüpsala. So, wo war denn? Da oben ist er. Da haben wir schon drei von den Teilen und dann brauchen wir noch den einen Schrein und zu dem kommen wir dann gleich noch. In 8 Minuten, denke ich, kommen wir dahin. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Wollen wir das überspringen? Dann der Göttin Hylia verleiht dir ein Zeichen der Bewährung. Oh yeah. Ich hätte gern die Amiibo-Funktion. Vor allem auf der E3 letztes Jahr haben sie die aber auf dem Plateau gezeigt. Mit Wolflink. Also eigentlich dachte ich, man kriegt die auch schon auf dem Plateau. Hier ist mein Dienst erfüllt. Ich denke, den letzten Part können wir überspringen. Manche Monster lassen ihre Waffen achtlos in ihren Lagern herumliegen. Wenn du sie stiehlst, hast du danach leichtes Spiel mit ihnen. Ist richtig. Warum lädt das Spiel nicht? Okay. Vielleicht, weil wir jetzt gerade so im riesigen Aussichtspunkt sind und da uns jetzt ein bisschen umschauen können. Ist das schön. Ich höre ein Wildschwein. Ah. Wow. Ich mach mal was Geiles. Pass auf. Psst, Leute, psst. Die schlafen. Wir machen jetzt mal genau das. Und dann das.
Perfekt! Jetzt! Angriff! What? Bam! Und zack! Und... Alter, der slasht uns weg. Tschüss! Hä? Was bist du denn, hä? Du bist ja auch schon halb tot. Nein, der ist gleich kaputt. Grillwild. Unser Klimaschutz ist auch gleich kaputt. Wir sollten mal auf die Map gucken, wo wir hin müssen. In die Richtung. Zurück mit B. Bekomme ich jetzt schon Schaden? Ich esse das mal, wenn ich Schaden bekomme. Okay. Okay. Proviant. Essen. Und dann hier nochmal so ein Pilz, damit wir wieder voll sind. Oh, brauchen wir gar nicht. Okay. Was willst du, ne? Bam! Ich glaube, den Reise-Zweihänder hebe ich mir lieber ein bisschen auf. Und wir kämpfen stattdessen lieber mit der Route. Die reicht für euch noch aus. Huch, was? Was zum? Tschüss. Oh ne, nicht ihr schon wieder. Oh, oh. Oh, 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 nicht hier sterben. Greifst du dem? Oh, die ist kaputt gegangen. Verdammt, nimm die Bocklocke. Die Bockstock. Bocklocke? So weit kommt's noch, dass wir auch noch Haare von den Viechern verwenden können. Ams. Alter. Der wirft mit Schneebällen, der Junge. Weil sein Arm noch funktioniert. Waffentasche ist voll. Na gut. Dann bewegen wir uns mal in diese Richtung. Da oben drauf ist bestimmt auch irgendwie eine schöne Aussicht, aber... Ich möchte lieber zum Schrein gehen. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Euch hasse ich wie die Pest. Geht weg. Fledermäuse und Eis gemischt. Er gibt Eisfledermäuse und ein ganz schönes Stück Scheiße, wenn ihr mich fragt. Kommen die hinterher? Nö. Oh, wie rot auch links Backen gerade sind. Kleine Details, die mich erfreuen. So. Oh nein. Nein, 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 nein. Geh nach Hause. Warum greifen die denn eigentlich an? Flederbeißer. Oh, was ist das denn? Eisflederbeißerflügel. Seine Flügel eines Eisflederbeißers. Sehr selten. Seine Oberfläche glänzt wie Eis. Bestimmt hat er irgendeinen Nutzen. Ja, irgendwie hat alles in dem Spiel einen Nutzen, kann das sein? Okay, da hinten sehen wir schon die anderen Schreine da unten. Ganz bisschen konnte man ihn gerade sehen. Ein bisschen leuchten. Lass mich hier hochjumpen. Weil es geht. Oh, 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 oh. Aber jetzt vielleicht ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht sterben. Link. Ach du Schande. Oh nein. Oh nein. Aber wir können hier überleben. Das ist gut. Nein, 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 nein. Okay, gut. Solange wir nicht irgendwo runterfallen und tausend Herzen Schaden bekommen, ist alles gut. Was ist denn das da? Hä? Ah, guck dir das mal an. Pass mal auf. Zack. Oh, ups. Komm her. Du Idiot! Den nimmst du dir nicht nochmal. Boah, macht der Damage. Boah, macht der Damage. Wir müssen ihn festhalten. Ach du Scheiße. Schnell, schnell drauf. Schnell immer drauf. Dass der nichts machen kann. Dass der nicht irgendwas... Boah. Tschüss. Er ist tot. Bernstein. Kann es sein, dass das nicht wirklich selten ist? Stachelbockschild. Vor einem Bockbild gemacht, dem etwas härteres Holz in die Hände fiel. Darüber war er so glücklich, dass er den Schild sogar mit Tierknochen verstärkte. Ach, wie süß. Was? Warte, meine Schildtasche ist voll. Warte. Dann schmeiß das mal weg. Und nimm den dafür mit. Dem, dem, dem. So, wir haben noch 4 Minuten 50 Kälteschutz. Ich höre schon wieder jemanden. Wahrscheinlich da unten, ne? Oh, warte mal. Ist jetzt gerade ein bisschen verlockend, ehrlich gesagt. Bin ich blöd? Zack! Nein, das hat nicht geklappt.
Bombenmodul, schnell, wirf was runter. Seht das? Alter! What the fuck? Nein! Ich hab die Kiste gesprengt. Aha. Ich glaube, da war gerade eine Kiste. Okay, egal. Wir sind gleich beim Schrein. Und dann können wir jetzt sogar im nächsten Part vom Plateau runter, oder? Wenn wir den noch schaffen. Denke mal. Oh, wie geil. Die Brücke aus Twilight Princess. Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Da vorne waren wir schon. Ach, guck. Das wurde aber jetzt noch gespeichert, dass ich da bin, ne? Ich glaube, da war grad, stand gerade Speichervorgang. Macht einer einen Death Counter? Jawohl. Nicht so schlimm. Wenn wir immer beim letzten Speicherpunkt starten, dann ist das ja nicht sonderlich. Na gut, ungefähr. Also wurde noch nicht ganz gespeichert da. Habe ich jetzt auch noch meinen Reisezweihänder. Der ist zwar gleich kaputt, aber ich verwende ihn trotzdem mal. Ich muss vorsichtiger spielen. Wir sind hier in einer unvergeblichen Welt. Ist das Deutsch? Oh mein. Hat dann irgendwie doch geklappt. Wamodai-Schrein. Du kannst gleich wieder gehen. Nein. Böse. Mann. Alter. Oh, mein Schild ist kaputt. Ihr wisst schon. Du hörst mal gleich auf damit. Tja, die Gegner droppen keine Herzen. Das merkt man schon. So. Gehen wir doch hier mal rein. In den, ich habe schon wieder den Namen Wakmodai-Schrein. Ich vergesse es immer. Aber sobald es geht, werde ich dann die Amiibo-Figur mal verwenden. Das ist so eine Sache, auf die habe ich mich schon gefreut, als es damals gezeigt wurde zum ersten Mal. So, wie heißt der Spaß nochmal? Was ist denn hier los? Da vorne ist schon der Willkommen-Pilger. Mein Name ist Wamodai. Im Namen der Göttin Hyla sollst du geprüft werden. Ich gucke immer, ob mich das an irgendjemanden Herr über die Zeit. Ob mich das an irgendeinen Namen erinnert von einem Nintendo-Entwickler oder sowas. Ein paar Namen kenne ich ja. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man auch nochmal irgendwie den Yam-Otto-Schrein oder sowas findet, was dann natürlich der Miyamoto-Schrein wäre. Irgendwie sowas. Und jetzt haben wir die vierte Kraft, beziehungsweise die dritte Kraft. Stasis-Modul. Lässt für ein Objekt die Zeit stillstehen, werden gestoppte Objekte erschüttert, staut sich Bewegungsenergie an. Diese wird mit einem Schlag freigesetzt, sobald die Zeit weiterläuft. So kannst du auch riesige Objekte bewegen. Alles klar. Das könnte die seltsamste Funktion von allen sein. Zeig mal her. Anhalten. Ach so. Wie lang? Oh, man hört den Sound. Okay, sonderlich lang ist es nicht. Wir müssen also ein bisschen aufpassen. Oh, hi. Schnell! Oh, 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 oh. Wow. Hä? Oh. Warte mal, da oben ist eine... Warte, wir machen das mal ganz, ganz klug. Pass auf. Stein. Anhalten. Und dann... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Link. Heiliges. Schnell. Sehr gut. Reiseschild. Diese robuste Schilde sind bei Abenteuern sehr beliebt. Sie werden aus Tierhäuten und stabilem Holz hergestellt und schützen vor wilden Tieren und kleinen Monstern. Als ob, ey. Ein bisschen größer hätten sie das Ding ja schon machen können. Warte mal, wir brauchen... Nee, der sieht irgendwie billig aus. Wobei, nee, der hat nur eine 1er-Wertung. Brauchen wir beides nicht. Jetzt ehrlich.
Von wegen, ich mache hier keine 100% alle Sachen im Inventar haben. Ich jump dem einfach mal direkt hinterher, damit er mich nicht kriegt. Okay. Oh, was ist das denn? Warte mal, bestimmt ist unsere Waffentasche voll, ne? Nee, tatsächlich nicht. Eisenhammer. Ursprünglich zum Zertrümmern von Erz entworfen, taugt dieser schwere Hammer auch als Waffe. Gleich mal benutzen. Ja, genau. Ich denke. Heilige Scheiße. Ich denke, ich weiß, was hier zu tun ist. Anhalten. Und richtig draufklatschen. Bam. Jetzt passt mal auf, was passiert. Genau. Wenn die Zeit weiterläuft, entlädt sich die Kraft. Ah, okay, da war der drin. Hallo, Mann. Dann können wir ja im nächsten Part wirklich vom Plateau. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Der hat jetzt eine andere Farbe, ne? Sein Bums da hinten dran. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Hau raus, wenn du es nicht lassen kannst. Übrigens, ich werde auch mal heute Abend dann, wir haben immer noch den 3. März, mit der Switch im Handheld-Modus Zelda spielen. Damit ich euch einem der nächsten Parts mal eine kleine Rückmeldung geben kann, wie das so ist. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Okay. Wisst ihr, es würde mich nicht überraschen, wenn wir jetzt rauskommen und der alte Mann kommt da wieder von irgendwo runtergesegelt und sagt: Hallo, ich bin's mal wieder, der alte Mann. Der kommt mir auch ein bisschen komisch vor. Er sieht ein bisschen aus wie der rote Leuenkönig aus Wind Waker, ne? Aber. Also wie. Daphne Johansson von Hyrule hieß er, glaube ich, ne? Als ob. Als ob! Nun hast du in allen Schreinen auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten. Oh. Es ist soweit. Link, es ist Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Ich habe noch gar nicht gesagt, wir können uns ja gar nicht umbenennen. Lol. Die Wahrheit? Sieh auf deiner Karte und denke dir gekreuzte Linien zwischen den vier Schreinen. Dort, wo sich diese Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Hast du verstanden? Wo die Linien zwischen den vier Schreinen sich kreuzen. Bitte was? Lass mich mal kurz auf die Map Loki machen. Linie von den vier. Das ist. Wie? Die kreuzen sich. Da lege darüber. Wie kreuzen die sich? Was meint der damit? Die Linie von den vier Schreinen. Von wo aus gesehen? Warte mal. Naja, eigentlich in der Mitte, oder? Lass mal dahin teleportieren, zum Schrein des Lebens. Was auch immer das ist. Ich hab keine Ahnung. Schrein des Lebens? Wann waren wir denn da? Schrein des Lebens. Schrein des Lebens? Ich habe keine Ahnung. Könnte das die Dings sein, die Höhle? Genau. Ich wollte nur mal aus dem kalten Gebiet raus. Okay, wir finden den alten Mann im nächsten Part. Schaltet wieder ein zu Breath of the Wild. Bis dahin, Leute, macht es gut und ciao.